Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Futures Handeln mit dem Stereo Trader. Und ja, wenn Sie die Webinarreihe schon mal besucht haben, dann wissen Sie vielleicht, dass wir diese Webinarreihe mit Heiko Behrendt zusammen machen. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder für uns Zeit gefunden hat und natürlich, dass Sie auch hier live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und während der Heiko seinen Kaffee noch fertig macht, lesen wir mal ganz kurz hier den Risikohinweis, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie am Ende Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Und ja, dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Sehr gut. So, Heiko, hast du deinen Kaffee? Sitzt du am Platz? Darf ich dir gerne den Bildschirm überreichen? Dann machen wir das oder mache ich das. Und ja, viel Erfolg und viel Spaß natürlich. Jo, danke. So, dann auch erstmal von meiner Seite Teilnehmeransicht. Jo. Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Ja, wer vielleicht ja diese Serie schon ein bisschen kennt, der weiß, ich mache immer gerne auch ein bisschen Ausbildung. Weil am Ende geht es ja eigentlich nicht darum, klar ist es vielleicht schön zu sehen, wie ein anderer Trader mal handelt, aber schlussendlich geht es ja auch darum, dass ihr ja profitabel werdet oder Ideen auch bekommt, wie man was im kurzfristigen Trading umsetzen kann, was so mein Steckenpferd ist oder vielleicht auch eine neue Idee zu haben oder vielleicht einfach so ein Aha-Erlebnis zu haben. Und ich habe auch aus dem letzten Webinar auch interessante Feedbacks bekommen. Und dass das halt wirklich gut ankommt. Und heute habe ich mir mal gedacht, die erste halbe Stunde, bevor es dann losgeht mit dem Trading in den USA. Und ich werde mich dann wieder dem Nasdaq oder dem Micro-Future widmen. Einfach so ein bisschen erklären, wie ich das handle, wie man das einstellen kann. Das muss man heute auch noch machen, weil es vorhin mein Desk zerhauen hat. Also von daher werden wir da nochmal kurz. Ja, da in die Einstellung gehen. Ja, Thema könnt ihr ja bereits lesen heute: technisches Trading versus Trading mit Kontext. Das ist so ein Thema, was ich in letzter Zeit immer wieder feststelle, weil ja, ich bin ja auch nebenher, also heute ist es ja so, ich trade eher nebenberuflich, ja, früher hauptberuflich, heute eher nebenberuflich, denn ich habe mich ja entschieden, irgendwann mal so ein bisschen auch die Coaching-Seite zu bevorzugen, aus dem einfachen Grund, weil das Trading für mich ja, nach 10 Jahren allein im Kämmerlein relativ langweilig wurde, als Kurzfassung. Und da darf ich halt für viele Trader auch die Trades auswerten. Und ich habe ja auch so einen Grundkurs Skype Trading. Hier in diesem Kurs ist es so, da hat man die Möglichkeit, in einer Skype-Gruppe, die für diesen Kurs geschaffen wurde, dort mit mir zu kommunizieren und auch mit den anderen dort. Und das wird auch rege und fleißig gemacht. Und auch da werden Trades reingestellt und mit Auswertung, so wie ich das auch vorstelle, beim Trading und wer ja vielleicht hier auch in der Gruppe ist, vom Dirk oder auf Guidance oder wo auch immer man mich so sieht oder auch meine Homepage besucht, da ist auch zum Beispiel von heute mein Trading drinne in der Range. Und es geht halt immer darum, ja, die Trades auch oder die Ideen zu erklären. Und was ich halt auch feststelle, ist, dass ich, wenn ich mir andere Trades anschaue, dass halt viele rein technisch handeln, also wirklich stur technisch gewisse Setups runterhandeln oder Regelwerke. Und darauf möchte ich einfach heute so ein bisschen eingehen. Also ich sage jetzt mal, die Idee ist ja beim technischen Trading einfach, dass man hergeht und sagt, okay, ich suche mir jetzt einfach Möglichkeiten, einen einfachen Weg, um im Markt profitabel zu werden oder profitabel zu bleiben. Ja, und da kommt man natürlich an einem nicht vorbei, nämlich an der technischen Analyse. Ja, und in der technischen Analyse, da gibt es nun hunderte Möglichkeiten, wie man das halt betreiben kann. Ein Thema wäre zum Beispiel, dass man rein nach einer Mustererkennung zum Beispiel handelt. Ja, egal welche Muster man da kennt, ja, sei es Muster, die Formationen darstellen, von mir aus Candle-Formationen, Chart-Formationen,
Ja, gibt es ja 100.000 Geschichten, ne? So, und dann weiter, manche handeln mit Indikatoren, sei es jetzt Indikatoren, die auf dem Kursverlauf beruhen oder auf dem Volumen oder. Ja, auch hier gibt es viele, viele Möglichkeiten, um das zu handeln, genauso wie der, auch ganz klassisch halt Widerstände und Unterstützungen, nach denen man handelt. Kleiner Hinweis an der Stelle noch, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die gerne im Chat stellen und dann kann ich da auch gerne darauf eingehen, wenn was Unklarheit ist. Ja. So. Ja. Oder vielmehr unter Fragen, genau. So. Dann, oder eine Möglichkeit halt auch, habe ich ganz vergessen, Order Flow. Was ja heute ziemlich en vogue ist, was man mit den Future-Daten ja machen kann, dass man da entweder die Limit-Orders sieht, was ja mit dem StareTrader auch relativ einfach ist, dass man sogar sich das Level 2 holen kann und auch das mit dem CFD sogar handeln kann, bietet ja der StareTrader auch schöne Möglichkeiten. Und das größte Problem habe ich gerade schon angeschnitten, was ich halt einfach feststelle, ist, es wird halt einfach rein technisch das Regelwerk runtergehandelt. Und wenn ich mir dann selber das angucke, dann sage ich oft bei ganz vielen Trades, sage ich, ja, keine Ahnung, du hast im 1-Minuten- oder 5-Minuten-Chart dieses Setup gehandelt im kurzfristigen Bereich. Aber wenn ich mir jetzt mal den Chart einfach zusammenziehe und nach links gucke, ja, dann wäre das wie, du hast getradet, ohne in den Rückspiegel zu gucken. Und manchmal ist es ganz gut, auch in den Rückspiegel zu gucken, um zu sehen, was war und was vielleicht daraus kommen könnte oder entstehen könnte. Und das führt dazu, dass ich sage, ja, das Setup-Regelwerk ist rein technisch erfüllt, was ich halt schule oder was man sich selber angeeignet hat. Kann ja jeder für sich auch mal überprüfen, wie oft ja die persönlichen oder eigenen Regelwerke halt durchgehen. Ja, und wie oft halt nicht. Und oftmals liegt der Fehler darin, dass man halt zum einen nicht rückwärts geguckt hat und dass man das Umfeld nicht beachtet hat. Was meine ich mit Umfeld? Mit Umfeld meine ich den Marktzustand oder vielleicht auch zum Umfeld gehört für mich auch zum Beispiel, wenn man jetzt vergessen hat, News oder so, ja, wenn dann einer sagt, ich habe hier getradet und jetzt wurde ich plötzlich ausgestoppt, da hat sich der Markt einfach ganz wild bewegt und dann gucke ich so drauf, das ist ja 13:45 Uhr, da war gerade EZB-Zinsentscheid, da muss man ja auch nicht handeln. Ja. Oder beim Marktzustand meine ich halt, ist der Markt halt tendenziell in der Range, so wie heute im DAX, oder ist er halt mehr oder weniger in der Trend oder in einer undefinierbaren Phase, wo halt sowohl Trend als Range auch nicht wirklich gut zu erkennen ist, ja. So, damit man sich vielleicht jetzt so unter diesen ganzen Wörtern und den Aussagen was vorstellen kann, habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht. Ein Beispiel zum Beispiel Trend Trading. Ja, wir sehen hier ganz klassisch eine Bewegung, eine Korrektur. Stellt euch vor, von mir aus, das ist ein 1-Minuten-Chart oder ein 5-Minuten-Chart. Ja, und derjenige geht halt einfach am Hochlong, weil er halt denkt, alles klar, jetzt geht der Markt halt los. Ne? So, und dann habe ich oftmals auch, dass diejenigen das halt einfach runterhandeln. Es kann auch sein oder es reicht auch, man kann ja auch hier unten einsteigen, ja, also etwas tiefer noch. Der Handel aus der Korrektur heraus, was ein ganz bei mir oder was auch mit Michael Vogt ein sehr bekanntes Setup ist. Ja, der Handel aus der Korrektur heraus, ganz relativ einfaches, klassisches Setup. Und plötzlich bricht der Markt halt entweder davor ab oder vielleicht am neuen Hoch, ja. Und man kommt eigentlich gar nicht dahin, was der Trade halt, was man gedanklich mit dem Trade eigentlich erreichen möchte, weil man vielleicht nur sich dieses Stück hier anschaut auf seinem Chartfenster und dabei vielleicht vergisst, dass der Markt hier in der Trading Range halt ist. Ja. Finde ich halt ganz oft, wo man sagen kann, ja, das ist ein Setup, das ist ein nach Regelwerk und nach Lehrbuch machst du alles richtig, aber im Kontext gesehen ist es nicht richtig. Was ich jetzt hier nicht rausstellen möchte, ist, natürlich kann ich auch im Kontext auch verkehrt liegen. Ja. Also das muss man für sich dann überprüfen. Ja. Da kommen wir dann gleich beim Fazit noch drauf. Aber das ist so ein ganz typischer Fehler, dass die Leute hier den Long halt suchen innerhalb der Range und dann fällt der Markt halt wieder nach unten. Und sagen, ja, ich habe doch hier nach dem
von mir aus nach der Analyse nach Behrendt oder nach Vogt oder was auch immer, den Ausbruch gehandelt funktioniert ja alles nicht. Oder ich war 3 Punkte im Plus und danach wurde ich mit -10 Punkte ausgestoppt. Ich mache jetzt extra mal die Negativseite, weil natürlich in den Lehrbüchern steht halt immer nur die Positivseite drin. Ja, ein anderes Beispiel beim Trendtrading wäre, wir sehen einen intakten Trend und ist eigentlich auch alles richtig, ja. So, warum könnte der Trade jetzt nicht aufgehen? Stellt euch wieder vor, es sind 1 Minuten, 5 Minuten Chart als Beispiel. Ihr geht wieder oben long rein, ja, davor, das hat ja geklappt. Oder vielleicht ist auch so, ich war mir nicht sicher, ob der Trend wirklich weiterläuft. Ja, das heißt, man wartet auch noch und sieht dann, okay, hier geht der Markt jetzt los, der Trend ist bestätigt. Und hier oben sieht ja dann auch jeder, dass der Trend nun vollendet ist oder es weiterführen sollte. Ja, und man geht oben long rein und dann sieht es dann so aus, dass der Markt halt knapp über das Hoch drüber geht und dann wieder in sich zusammenbricht. Ja, weil man hier vielleicht gar nicht gesehen hat, dass man hier einen Widerstand auf einem höheren Timeframe, also vielleicht auf Tagesbasis, an den Tageshoch vom Vortag oder einen Wochenhoch anstößt, was halt tendenziell eine Reaktion zu einer Reaktion führen kann, die eventuell dazu führt, dass man halt selber dann ausgestoppt wird aus dem Ganzen. Ja, also das ist halt auch ganz oft beliebter Fehler. Als Beispiel gestern halt auch sah es ja auch aus, dass der Markt vielleicht durch das Allzeithoch durchgeht und dann, wer genau dann da oben denkt, der Markt geht durch das Allzeithoch durch. Ich handle ja jetzt ganz klassisch den Trend, habe da auch einen Grund dafür. Ich habe ja auch noch ein Setup dazu. Und schlussendlich geht der Markt halt irgendwie 1 Punkt da durch und dann fällt er halt irgendwie 30 Punkte wieder zurück. Ja. Ne? Also das will ich damit sagen, dass man halt vielleicht ein Regelwerk hat, was tendenziell oft erfüllt ist, was aber dazu führt, dass man trotzdem nicht nach vorne kommt, weil man es im verkehrten Umfeld, also auch im verkehrten Marktzustand einfach anwendet, ja, oder gewisse Sachen einfach nicht beachtet. Ne? Nehmen wir mal das Beispiel in der Range, ja, hier eine Range dargestellt, derjenige macht alles richtig, alles super gut, ne? Geht hier short im oberen Widerstandsbereich und plötzlich geht der Markt halt so nach oben. Was könnte der Grund dafür sein? Der Grund könnte natürlich sein, dass vielleicht gerade 14:30 Uhr News gekommen sind oder dass vielleicht die US-Börsen anfangen zu handeln und plötzlich halt eine starke Trendbewegung machen und sich damit das Umfeld plötzlich ändert und man einfach nur nicht auf die Uhrzeit geguckt hat. Auch ein ganz typischer Fehler, dass einfach das vergessen wird. Ja, klar. Ja, man kann sich das zwar einstellen und man sollte eigentlich das auch im Blick haben, aber manchmal ist man halt so im Trade drinne. Ja, und dann steht, habe ich jetzt der Tage bei einem Trader, der mir eine Auswertung geschickt hat, gesagt, hier Trading-Fehler. Habe nicht gesehen, dass es schon 15:30 Uhr ist. Ja. War irgendwie eine Viertelstunde in so einem Trade, in so einem Range-Trade drinne. Die Amis kommen rein und der Dow macht in der ersten, also der hat das im DAX gehandelt. Und der Dow macht in der ersten 5 Minuten, kehrt so irgendwie 100, 150 Punkte nach oben und der DAX knallt halt aus der Range halt raus und stoppt ihn halt aus. Ja. So. Und ja, das ist halt so ein Fehler, den man dann dort halt machen kann. Ja, wenn man halt das Setup ist technisch erfüllt, aber im Kontext gesehen hat er halt die Uhrzeit übersehen. Ne? Ein weiterer möglicher Fehler ist, okay, derjenige macht hier auch wieder einen Range Trade, doppelt tief, was auch immer man halt handeln will, man geht halt am Tief long und dann sieht man, dass der Markt halt runterkommt, hält sogar nochmal und kommt noch weniger hoch. Ja, und wir sehen hier einfach, dass sich Momentum oder ja die Verkäufer immer aggressiver werden, der Markt immer weniger hochkommt oder immer weniger Käufer da sind. Und schlussendlich, wenn man da halt nicht reagiert und nicht erkennt, dass sich der Marktzustand vielleicht gerade ändern könnte im Sinne des Setups, also man nur davon ausgeht, wenn ich das handle, dann geht das halt auch auf und da nicht aktiv wird, kann es halt sein, dass man halt unter Umständen ausgestoppt wird. Ne? Zum Fazit bin ich zum Schreiben nicht mehr gekommen, deswegen an der Stelle einfach mal so, dass natürlich der Kontext auch komplett verkehrt angewendet werden kann. Aber was ich halt immer wieder feststelle, ist, je länger man halt dabei ist, auch im Trading, und je mehr man auch mal mit überlegt oder den Kopf mit einschaltet oder im Detail auf gewisse Hinweise schaut, kann es durchaus passieren, dass man sich den ein oder anderen Entry spart und damit vielleicht dann
sich einen Ausstopper spart. Und jeder Verlust, den man nicht realisiert oder den man erst gar nicht macht, weil man den Trade gar nicht gemacht hat, ist natürlich gut dafür, weil automatisch auf der Gewinnseite mehr übrig bleibt. Und wenn man ab, ja, als Beispiel allein halt ja, damit 20, 30, 40, 50 Punkte sparen kann, sind das automatisch 30, 40, 50 Punkte mehr Gewinn. Und dessen sollte man sich bewusst sein. Also, was ich halt festgestellt habe, ist, dass je kürzerfristiger man handelt, desto öfters ändern sich die Marktzustände zwischen Range und Trend, desto öfter sollte man den Kopf einschalten und vielleicht nicht alles technisch runterhandeln. Es gibt aber auch Phasen, da achte ich auf sowas gar nicht und handle gewisse Sachen einfach nur technisch runter. Also weil es halt von der Struktur her, das, was ich halt mache, also ich meine, das habt ihr manchmal ja auch, dass ihr das einfach technisch runterhandelt. Ja. Ich höre dann immer die Aussage, ist ja total einfach, ja, wenn der Markt immer genau so läuft, wie man das gerade denkt und für sich auch sieht, ja, und die eigenen Gedanken auch die Gedanken des Marktes sind, weil der Markt das genauso umsetzt, was man gerade handelt, ist Trading immer total easy. Ja. Läuft halt dann wie geschnitten Brot. Aber sobald es dann halt kompliziert, also nicht so läuft, dann ist immer die Überlegung, sollte ich den Kopf halt mal mit einschalten, ja oder nein? Und hier muss man halt gucken, ist man dafür in der Lage, dass man dort einen Mehrwert mit seinen persönlichen Gedanken und Erfahrungen einfach erreichen kann. Ich habe es bei einigen Tradern, mit die ich in den letzten Jahren gecoacht habe, immer mal so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, du hast das jetzt rein technisch runtergehandelt, das Ganze. Und ich habe dann immer gesagt, bei dem und dem Trade, wenn du da auf dieses oder jenes achtest, könntest du dir den Verlust sparen. Und dann muss man aber halt gucken auch, ob das halt wirklich der Fall ist. Also das heißt, man muss natürlich dann bei seinen Trades in die Auswertung reingehen und halt schauen, habe ich was übersehen und hätte ich es realtime erkennen können? Also was halt, ja, hätte ich mir das ersparen können, diesen Verlusttrade, aufgrund des technischen Setups, was erfüllt ist, was so aber dann nicht durchgegangen ist. Ein ganz typisches Beispiel noch, was mir noch einfällt, ist, ich glaube, ich habe es auch hier schon mal gesagt, ist, viele kennen ja so ein Trading auf eine Hammerkerze. Ja. Ich sage jetzt mal, die Hammerkerze per se auf dem Tageschart kann schon ihre Bedeutung halt haben, dass man sagen kann, okay, wir stellen uns hier einen ganzen Tag vor. Ja, in dem ganzen Tag werden im FDAX irgendwie zwischen 50 bis 100.000 Kontrakte gedreht. Ja, und wenn wir uns jetzt hier vorstellen, okay, der Markt ist halt irgendwie erst 100 Punkte gefallen, dann kamen halt die Bullen zurück und haben das Ding halt umgedreht. Hier unten hat der Markt angefangen, um es richtig zu zeichnen. Ja, und schlussendlich schießt der Markt halt am Tageshoch. Und das könnte ja vielleicht dann an den Folgetagen zu weiter steigenden Kursen führen, ja. So dahinter stehen aber auch halt, wie gesagt, irgendwie, ich sag jetzt mal, ich mach's mal krass, 100.000 Kontrakte, also 100.000 Kontrakte. Wenn ich das Ganze jetzt aber in einem 1-Minuten-Chart anwende, wo irgendwie 25 Kontrakte gehandelt werden und ich jetzt genau diese gleiche Interpretation halt anlege, dann kann es halt natürlich sein, dass im 1-Minuten-Chart so eine Hammerkerze eher keine Bedeutung hat. Ja, ihr werdet aber auch Hammerkerzen haben im 1-Minuten-Chart, die auch super funktioniert haben. Und dann ist halt auch alles ganz easy. Im Prinzip ist es so, dass ihr wahrscheinlich da auf lange Sicht halt auf 50-50 kommt und dort bei 50-50 halt schlussendlich dann merkt, okay, das funktioniert irgendwie doch nicht so richtig. Im Kontext gesehen, zu sagen, okay, wir haben eine richtig lange Abwärtsbewegung und dann so eine Hammerkerze, das könnte vielleicht funktionieren. Genauso aber auch so ein Fehlausbruch, dass der Markt halt hier aus so einer Range hier ausbricht und uns hier so eine Hammerkerze hinstellt, genau an der Unterstützung, ja, mit einem schönen langen Lunte dran, kann halt auch eine gute Location sein oder ein guter Punkt, wo man sagen kann, okay, das kann hier funktionieren, diese Hammerkerze. Ja, und das war hier so ein Fehlausbruch am Ende, wo halt, wenn man so will, die Retailer ausgestoppt worden sind und man das jetzt wieder reinzieht in die Range und dann kann es vielleicht hochgehen. Ja? Also das nur als mögliche Beispiele noch dazu. Und was ich empfunden oder was ich halt sehe ist, oder meine Person, wie gesagt, ist auch nur meine Meinung, es muss ja nicht eure sein. Bei mir ist es halt so, wenn ich mit
Köpfchenhandel oder im Kontext versuche, diese Marktzustände und so weiter zu beobachten oder anzuwenden, dass ich einfach merke, dass ich damit bessere Ergebnisse erreiche, als wenn ich nur rein technisch trade. Ja. Und das am besten mal, wenn ihr sagt, okay, so habe ich es noch nie betrachtet, das Trading unter diesen Gesichtspunkten, dass ich vielleicht überlegen sollte, wann handle ich mein technisches Setup, ja, und wann halt nicht. Ne? Und ich glaube, ich sage mal, der größte Fehler bei vielen Tradern ist, dass sie auch versuchen, nicht in dem Marktzustand, der gerade da ist, zu handeln, sondern immer auf die Veränderung. Ja. Also ich habe auch ganz viele Trader, wo es halt mit dem Kontext dann halt schwierig wird, die halt immer davon ausgehen, dass immer wenn der Markt ins Hoch kommt, jetzt bricht er aus der Range raus, jetzt bricht er aus der Range raus, jetzt bricht er aus der Range aus. Ja, und wenn der DAX so wie heute, der DAX da irgendwie hier, weiß nicht, wie viele Stunden sind wir heute schon wieder seitwärts gelaufen. Ja, und wenn ich jedes Mal daran denke, dass der Markt jetzt ausbricht, ja, dann wird es natürlich schwierig, ja, weil ich halt immer auf die Mütze bekomme, um es mal charmant auszudrücken. Klar, irgendwann wird er ausbrechen, bloß dann ist die Frage, ob der Ausbruch so gut kommt, dass er mir die ganzen Verlusttrades, die ich vorher auf den Ausbruch gemacht hat, halt wieder neutralisieren kann oder in Summe zu einem Gewinn halt führt, ja, wenn man alle Trades, also Gewinntrades plus Verlusttrades mit dem Range Trading da auswertet. Also von daher, meine Empfehlung, vielleicht mal herzugehen und zu sagen, ich gucke mir das Ganze mal an. Unter diesen Gesichtspunkten hätte man es im Kontext gesehen, vielleicht besser analysieren können oder und hätte man vielleicht einen Hinweis bekommen, dass man das technische Setup nicht so umsetzt, wie es gerade mir angezeigt wird. Ja, und vielleicht sehen wir das ja heute auch, dass es vielleicht ein technisches Setup gibt. Ja, und ich sage, und das weiß ich auch nicht, am Ende weiß ich auch nicht, was passiert, aber ich kann auch sagen, okay, das ist rein technisches Setup, aber mir passt das Umfeld nicht und trotzdem kann es aber auch aufgehen, ja. Und da muss man den entsprechenden Spagat finden. Ist es halt gut, einfach was technisch runterzuhandeln oder halt nicht, ja. Und dann kommt man zu einem Ergebnis und kann vielleicht dann auch da ein bisschen feinfühliger sein und sagen, okay, Setup ist erfüllt, ich handle das, oder ich sage, das sieht zwar so aus, passt aber nicht richtig hier rein an der Stelle im gesamten Umfeld und dann handle ich das nicht. Und wenn dann daraus, und das wäre auch wichtig, dass man sich dann aufschreibt, das wäre eigentlich mein Setup gewesen, ich hätte es handeln müssen, ich habe es nicht gehandelt und es war gut so, weil es hätte mir nur Verlust gebracht. Also das ist so meine Empfehlung, das vielleicht mal von der Warte aus zu untersuchen, um halt natürlich auch im eigenen Trading nach vorne zu kommen. Ja. Gut, jo, genau. Wir können noch mal vielleicht auch, wie gesagt, ich habe da heute ja nicht so viel gehandelt, aber noch mal hier auf mein, oder wir machen es mal hier, weil auf dem anderen Browser bin ich eingeloggt. Guck mal hier, na, ist schön, ne? Oben gleich mit Werbung, Webinar, Future Handel, 14.07. Ja, ist der Trade an. Super. So. Super. Tagesanalysen. Hier unten von heute meine Trades, die ich gemacht habe. Und wenn man jetzt sieht, wie oft, ich glaube, von dort aus hätte man das Ganze halt noch x-mal heute handeln können. Einmal, zweimal, ich glaube, hier ging es auch direkt dreimal. Ich glaube, vier oder fünfmal ist der Markt halt in dieser Range gelaufen. Und wenn ich es vorhin, ich habe ja jetzt dieses Webinar und so weiter vorbereitet, ich glaube, vorhin sind wir hier nach oben ausgebrochen. Aber am Ende ist es dann halt doch vielleicht dann besser zu sagen, gut, im Kontext gesehen, ja, wir haben eine bestätigte Range, wir haben einen Hoch. Ich habe in der Kasse gesehen, dass die Werte auseinanderdriften, nicht alle in eine Richtung laufen, deswegen eher die Range gehandelt, ja, und dann kann man das halt vielleicht machen, also im Kontext halt handeln, auch wenn man hier natürlich auch Kontext und auch direkt halt na, das auch rein technisch runterhandeln kann, ja, das Ganze. Gut, dann einfach die Frage an euch, wie handelt ihr? Handelt ihr alles rein technisch oder halt auch mal so, also das heißt mit Köpfchen, mit Gefühl oder ja, und welches Ergebnis habt ihr da gemacht? Also könnt ihr auch ruhig reinschreiben.
Und vielleicht kriege ich da auch nochmal Feedback darüber von euch. Genau. Aber wenn wir jetzt hier gerade ja auch auf auf der Seite hier waren, vielleicht auch nochmal der Hinweis, wenn ihr sagt, okay, Future Trading oder auch Trading mit FX Flat, das interessiert mich. Ihr habt die Möglichkeit an der Stelle bei FX Flat, wenn ihr hier drüber geht und das Konto eröffnet, auch die Möglichkeit mit mir in ein Coaching zu bekommen. Coachingstunde aktuell bei mir kostet 249 Euro. Und wenn ihr ein Konto eröffnet, dann bekommt ihr einen speziellen Zugang, also eine spezielle E-Mail. Und dann habt ihr die Möglichkeit hier entsprechend mit mir einfach mal eine Stunde auch über euer Trading zu quatschen. Und falls sich da halt doch nochmal ein Coaching ergeben sollte, kann man natürlich auch überlegen, ob man sowas überhaupt machen kann. Also ja, es kommt dann auch überhaupt, muss ich dann sehen, ob das in Frage kommt, so ein Coaching. Bei vielen Teilnehmern lehne ich sogar so ein Coaching ab, weil sie noch nicht an diesem Punkt sind, wo ich sage, ich kann da ein Problem lösen. Also ich sehe meine Aufgabe als Coach, das Problem des Traders zu lösen und nicht den jetzt zwingenderweise Wissen zu vermitteln. Ja, was ich auch mache, wenn einer bereit ist, das zu bezahlen, dann ist okay, aber meist sonst eher nicht. Also wenn er darüber das eröffnet, dann habt ihr die Möglichkeit hier mit mir das Erstgespräch, also das Erstgespräch, ja, und eine Coachingstunde kostenfrei, also ganz grob 2 Stunden zu bekommen. Ne? Gut, haben auch schon viele genutzt, also von daher scheut euch da nicht und dann freue ich mich auf Meldung sozusagen. So. Ich habe ja gerade gesehen, mein Antwort-Fragefenster ist gar nicht nach unten gegangen. Ja, Deswegen du habe ich hast jetzt gerade. viele Rückmeldungen hier zu Ja, deiner Frage genau, ich habe vorhin. jetzt gerade gesehen. Sorry, deswegen. Ich dachte schon, mir hört keiner zu. Gut, dann ganz kurz, dann möchte ich doch mal ganz kurz. Okay, also hier schreibt eine bekannte, mir sehr bekannte Traderin. Ich finde, das kann man nicht trennen. Kontext, Technik und Orderflow. Kontext im Big Picture ist wichtig, aber auch technische Setups auf Mikroskala. Zum Beispiel, ich brauche echt nicht auf einem Wochenchart im NQ mit einem 5-Point-Stop antanzen. Auch Orderflow schaue ich nur an den Stellen, die ich aus größeren Timeframes gezogen habe. Wenn ich den ganzen lieben Tag nur auf den Dom oder Footprint schauen würde, ginge ich auch verrückt. Also ganz klar, ne? Aber es kann natürlich ja sein, dass man einfach sagt, okay, auf Wochenbasis oder wir sind an einem Allzeithoch, ja. Und dann kann es natürlich ja einfach sein, dass man sagt, okay, das Allzeithoch habe ich mir nicht markiert. Hätte ich es mir markiert, hätte ich da vielleicht eine Stelle. Ne? Also, aber ich denke ja. Und klar, irgendwo gehört alles zusammen und aber es gibt halt, ich sehe ja auch Screens von vielen Tradern, die mir ihre Screenshots schicken von ihrem gesamten Bildschirm. Und da bin ich halt auch erstaunt, wie wenig da drinne steht. Also das heißt, da ist nicht markiert vor Tageshoch oder wo es sich vielleicht mal viele Tageshoch so klumpen, wo man sagen kann, okay, da könnte der Markt vielleicht einen Widerstand ausbilden, ja. Klar, er muss es nicht, aber wenn ich den Punkt halt habe und ich sehe, dass der Markt daran reagiert, dann ist das vielleicht interessant. Oder heute der DAX auch heute früh nur ans Gap Close vom Xetra DAX gelaufen und danach halt komplett umgedreht. Das meine ich halt damit, dass man das vielleicht sowas mal mit beachtet, ja. Viel zu viel nach Gefühl, allerdings liege ich damit auch häufig richtig. Es gibt auch immer wieder so Bauchtrader, ja, hat der Michael gerade geschrieben. Und das ist natürlich auch gut. Wichtig ist natürlich nur zu überprüfen, also ich habe auch Trader gecoacht, die wirklich nach Bauchgefühl und die hatten immer das Gefühl, dass sie ja nicht wirklich ein Regelwerk haben, sondern die hatten halt einfach das Gefühl, oh, der Markt ist so hoch heute und der fällt dann halt. Und
Am Ende kann man dann nur sagen, werte trotzdem deine Trades aus und gucke, wie lange das halt läuft, weil irgendwann kann auch der Markt sich so verändern, dass das Bauchgefühl oder das, was man als Struktur im Markt halt sieht oder seine Gedankenwelt, der nicht mehr zum Markt halt passt. Und spätestens dann, wenn man halt merkt, okay, das Bauchgefühl, so wie man es bisher kennt, funktioniert nicht mehr, dann muss man dort eingreifen und natürlich darauf dann reagieren, ja. Wie bei Heiko gelernt, WMDMW. WMDMW ist, wie macht der Markt was? Also nicht was macht er, sondern wie macht er es. Ja, und das soll immer auch dieses Thema Kontext mit beleuchten, ja, dass man einfach mal drauf achtet. Also zum Beispiel handle ich auch in der Range durchaus hier manchmal den Short, den Durchbruch. Und dafür brauche ich aber einen Hinweis. Das heißt, ich muss hier sehen, dass der Markt im besten Falle viele kleine Kerzen halt ausbildet, im besten Falle er immer kleiner wird, so und dann vielleicht hier noch so mal so ein Docht oben dran und wieder runterkommt. Ja, und wenn man sowas sieht, dann kann man durchaus unterstellen, dass der Druck immer weiter zunimmt oder immer weniger Leute dort long dagegen halten und dann sieht man oftmals dann den Push nach unten und dann handle ich auch den Breakout direkt. Aber wenn jetzt der Markt halt hier auf dieser Range hier von hier aus so hinfallen würde zum Beispiel, das ist dann halt wieder eine Sache des Details. Also wir haben hier irgendwie, wir kommen hier von oben nach so und plötzlich sehen wir hier so eine Kerze. Da würde ich nie auf dem Breakout handeln. Diese Kerze animiert aber ganz viele Leute im 1-Minuten-Chart, wenn der Markt dahin fällt, nach so einem, man nennt das Reizreaktionsschema. Wir sehen was, okay, der Markt fällt und dann gehen alle Alarmglocken an. Der Körper kommt in Alarmbereitschaft und man haut den Short dann Market rein, weil man denkt, ach du Scheiße, jetzt habe ich es verpasst, jetzt kommt der Breakout, wir hauen hier den Short rein und danach die nächsten 2 Minuten sieht es dann so aus, der Markt steigt hier an und wir schmeißen dann hier das Handtuch, weil man rein emotional nur reagiert hat. Ja. Und aber wenn es halt hier so klein ist und wenn das auch schön lange dauert, dann bin ich schon auch bereit, diesen Breakout zu handeln hier. Ja. Und das ist halt auch Kontext, ja, genau zu gucken, wie macht der Markt was, ja, und wer sich seine Trades auswertet, aufschreibt, sich die Bilder anguckt und dann auch mal am Wochenende sich ganz viele, vielleicht so 100 Trades oder 100 Range-Trades sich anschaut, die er gemacht hat in der Vergangenheit, dann wird er vielleicht auch feststellen, okay, bei dem ist es viel besser, wenn der Chart so aussieht und bei dem passt es halt gar nicht. Ne? Ja. So. Oder alternativ, manchmal erwischt man mit dem Bauch nicht die Maustaste. Passiert auch, ne? Dann hat man ein ganz großes Bauchgefühl. Gut, so, wir haben schon 35, wir gucken mal in den Nasdaq rein. Ja, vielen Dank erstmal für wirklich das zahlreiche und wirklich ausführliche Feedback. Dann noch ein Hinweis, der Helmut schreibt gerade, ich schaue immer auf den Kontext, aber wenn es schief geht, habe ich eine bestimmte Info übersehen, nicht zwangsläufig. Also man sollte es halt auch nicht zu eng sehen, denn wie gesagt, man kann ja jetzt nicht alles im Blick haben und am Ende ist es ja immer so, dass es ja, dass nicht wir den Markt ja machen, sondern es gibt immer Marktteilnehmer, die halt dann auch mal anders denken. Also das heißt, selbst im Kontext können wir alles richtig haben, aber wenn irgendein Marktteilnehmer halt gerade einen Auftrag bekommt von irgendeinem institutionellen Händler, den Auftrag bekommt, hier, wickel mir mal x-tausend Kontrakte ab, ja, dann ist halt der Kontext in dem Sinne halt auch zerstört, weil halt, ja, irgendwas halt hergenommen wird, um da entsprechende Bewegung zu erzeugen, die für uns auch nicht vorhersehbar ist. Ja, also das muss, man sollte sich jetzt da nicht runtermachen und sagen, das ist jetzt ein Fehler meinerseits. Ja, aber es gibt halt, so wie vielleicht hier auch angedeutet, oftmals auch offensichtliche Fehler oder ich würde manchmal sogar sagen handwerkliche Fehler kann man durchaus sagen, denke ich, dass man die vielleicht dann immer übersieht. Aber klar, am Ende, ihr werdet es auch sehen, vielleicht heute, ich mache auch meine Verlusttrades oder vielleicht ein paar Gewinntrades, aber keine Ahnung, mal sehen, was der Markt mir heute hier hinstellt. Und da gehen wir mal rein, ja, und schauen uns mal das Bild an. Gut, jo.
So. Und wie gesagt, auch ich versuche ja immer in jedem Webinar auch hier den Kontext, sei es mal mitzugeben oder zumindest die Trading-Idee oder vielleicht auch, warum ich einen gewissen Trade halt nicht mache oder warum ich den mache oder warum ich den gerade jetzt nicht mache oder und so weiter. Ja, das werden wir dann sehen. Gut. So jetzt. Jetzt fehlt mir hier ein Chart, aber bevor ich das hier alles eingestellt habe, ziehe ich das hier mal so rüber. Wir handeln das heute mal ganz klassisch hier raus. So, okay. Finde ich das hier oder? Wie gesagt, jetzt vorne hier so mein Screen. Down, so. Na, da machen wir die halt ein bisschen breiter. Normalerweise ist hier noch der Dow und der S&P noch mit drauf als Vehikel. Vielleicht, die dürften ja irgendwo hier sein. Ja, ist halt so, wenn man das manchmal nicht abspeichert. Also der Dow. Habe gerade gesehen, meinen letzten Dow-Trade habe ich am 19.03. gemacht. Auch schon lange her. So. Im Tagesschart. So, damit mal so ein bisschen wissen, wo der Kollege hier steht. Also, macht ihr das groß? So. So, Dow und S&P. Ist gerade irgendwie nicht da. Ja, gut. Ach, siehst du. Ah, nicht mehr das. Na gut. Okay, also, was ja zurzeit auch auffällt, warum ich halt einen Dow immer mal mit offen habe, auch wenn ich den Nasdaq halt handle, ist, wir haben, und das, ich finde, das lässt sich für mich halt, jetzt steht es hier bei mir. Hier steht. Was ich halt ganz interessant finde, manchmal ist halt, dass wir so extreme, zurzeit extrem gegensätzliche Bewegungen haben. Also, was ich, der Dow extrem nach oben, der Nasdaq extrem nach unten oder genau umgedreht, der Dow, der kracht nach unten und der Nasdaq, der steigt halt, was dann immer mit diesen Umschichtungen zwischen Value und Tech dann begründet wird. Ja, aber hier irgendwie, ach, das ist ja auch der US-Tech, aber trotzdem, der steht hier. Hier muss ja der MNQ rein. Wir sind ja hier beim Future Trading, wo ist er denn? Tja. Aber ich kann doch das hier auch hier bestimmt reinziehen. Mal schauen. Geht das nicht? Sieht so aus, als wäre dein Chart eingefroren. Ja, es sieht nicht so aus, es ist sogar so. Aber Mann, ey, wie gesagt, da hat es mir vorhin echt wirklich bei dem kurzen Internetausfall, den ich hatte, dass hier komplett das Layout hier irgendwie alle Charts hier irgendwie kreuz die quer angezeigt. Sondern wenn ich jetzt doch hier den MNQ hier reinziehe, in den stehenden Chart, dann müsste doch das hier auch gehen, oder? Ja. Nee. Aha. Das ist natürlich ja, aber es ist auch jetzt gerade kein Setup in Sicht, was ich jetzt da handeln wollen würde. Datei. Ah, das ist ja ein bisschen, ja.
Ja, wie ich gerade. So ist der Trailer nochmal reingezogen. Na. So, auf aktiv. Kommt sofort. Aktiver Modus. Ja. So, jetzt haben wir den hier, dann war das so. Sorry. Gut. So, Volumenquelle wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht stimmen. So, gut, okay. Also rein vom Markt jetzt her, wir sehen oben rechts den Tageschart. Den Tageschart hier und wir sehen, dass wir halt knapp vorm Allzeithoch waren. Wir sehen es ja auch hier im Chart. Ich mache euch halt mal das Bild kurz an. Es läuft jetzt gerade nicht weiter. Also wir sehen hier das Allzeithoch im Nasdaq. Also im Nasdaq Future muss man sagen, der US Tech war ja bei 15.000 gewesen, also da gibt es eine kleinere Differenz. Und ja, der Markt war jetzt hier kurz davor gewesen, kommt hier deutlich zurück. Ich werde jetzt darauf achten, wie wir uns hier in diesem Bereich verhalten, gedanklich leicht short im Aufwärtstrend. Wenn der Markt hier nicht mehr reinkommt, dann ziehe ich hier in den Unterstützungsbereich hinein. Hier unten im Unterstützungsbereich müsste man dann mal schauen, ob wir nicht eher die Long-Seite nochmal hier als Dip halt handeln, also klassisch Long im Unterstützungsbereich, wenn das hier eine Range wird. Wenn der Markt sich hier drinnen aufhält, hier oben in diesem Bereich, oberhalb, würde ich dann gucken, dass man nochmal im Trend auch reinkommt hier, falls wir diesen Aufwärtstrend, den man hier auch unten rechts in der Stunde sieht, also nach der gestrigen Abverkauf gestern Abend, dass wir den halt fortsetzen und dann halt mit der Idee halt neue Hochs. Wichtiger Punkt für mich dann auch, dass das Stundentief hier, ja, wie da der Markt dann halt handelt. So, da werde ich jetzt mal ein bisschen drauf gucken. Die 1-Minuten-Kerzen, ihr seht hier auch den 1-Minuten-Chart in Schwarz-Weiß und im Braun-Blau, dann dahinter dem 5-Minuten-Chart, bis jetzt für mich kein schönes Bild, da drinnen zu handeln. Ganz anders war es halt gestern, also sah es zumindest gestern aus, ja, mit dem extrem starken Anstieg hier. Ja. Na gut, im Stundenchart sieht man es nicht so, im 5-Minuten-Chart hier diese 3 Stunden nach oben, das sah schon sehr gut aus. So, also vorbörslich, wie gesagt, langer Trend halt gewesen. Und jetzt zum Haupthandel mal gucken, wo es dahin geht. Auch heute noch, 16 Uhr noch, Zinsentscheid in Kanada kann durchaus für Volatilität sorgen. Der Dow, ich wollte den Dow hier haben. Der Dow hier verkauft jetzt das Allzeithoch. Mal sehen, wie da die Stunde endet. Ja, wäre jetzt dann auch recht interessant. Gut. Ja, aktuell gibt es hier für mich gar kein Setup. Ich muss jetzt gucken, wie der Markt jetzt sich hier oben in dem Bereich von dieser langen Minute da verhält. Und ja, so ist es. Von den Einzelaktien her ist es so, dass einige Aktien halt abverkauft wurden, andere, also einige ziemlich gut die Hochs von gestern abverkaufen, andere aber auch deutlich drüber gesprungen sind, wie zum Beispiel die Apple, die aktuell mit einem richtig fetten Gap-Up reingekommen ist. Und das zeigt mir halt so ein bisschen, wenn ich, also ich gucke hier so ein bisschen auf die Einzelaktien immer mit drauf, die ich hier habe. Wie gesagt, ich habe das jetzt hier nicht alles anpassen können.
hat die Zeit so ein bisschen gefehlt halt. Aber ich nutze halt diese Einzelaktien, um für mich so ein Gefühl, also es geht jetzt nicht darum, dass ich anfange, jetzt die Einzelaktien hier zu analysieren, aber es bringt halt durchaus für mich dann so ein bisschen im Kontext gesehen halt, ob wir jetzt aus dem, also haben wir die Bewegung mehr über den, also wirklich über den Future halt, dass der getrieben wird, weil halt alle Aktien dann in eine Richtung laufen, oder liegt es halt wirklich nur an ein paar Einzelaktien, die halt steigen, fallen, und wenn da der Markt dann da halt wirklich keine Tendenz hat von den ganzen Einzelwerten, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass oft halt der Markt halt ja in einer Range läuft oder gewisse Hoch- und Tiefpunkte halt durchaus ganz gut anläuft, ne? Und wenn man es jetzt halt hier sieht, nur als Beispiel mal, wir haben hier die Apple-Aktie leicht nach oben gehen, die Tesla halt hier leicht nach unten. Ja, und wenn die jetzt beide, sind sie jetzt zwar nicht, aber gleichgewichtet wären, würde sich das halt im Hintergrund halt aufheben. Ne? So, und wenn man dann halt sieht, dass vielleicht die Werte dann in die eine oder andere Richtung alle abkippen oder rumlaufen, dann kann man da durchaus vielleicht dann für sich was im Markt dann halt erkennen. Ja, wenn halt Widerstände halt halten in den Einzelaktien, dass man sagt, okay, das war jetzt vielleicht ein Hoch und man sieht dieses Hoch hier nicht. So, das ist jetzt eigentlich, gucken wir mal. Also hier das Hoch der überschritten, der 5-Minuten-Kerze, jetzt der Abverkauf kurz vor Ende, der 5-Minuten-Kerze, Markt geht jetzt hier nach unten. Also damit zumindest jetzt mal der Short-Fokus hier in diesem Bereich jetzt gar nicht so verkehrt gewesen, in diesem Bereich hier. Und das hat schon mal ganz gut gepasst. Jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Nächster Bereich ist, wäre jetzt hier unten. Deswegen ist so ein bisschen hin und her, wo ich jetzt nicht weiß, wie sich der Markt hier entscheidet. Und dann 14:30, das ist hier der News Move, ja, von 14:30 wahrscheinlich. Jo, genau. Wäre dann auch so ein möglicher Bereich. So, aber unter dem Tief in den Short reinzugehen, ist halt natürlich aufgrund der Länge der Kerze mit 30 Punkten halt schon relativ sportlich, weil das sind 30 Punkte. Es sind halt $60 selbst im Mikro-Future an Stop mit einem Kontrakt. Wenn man mit 1 bis 5 halt handelt, ja, können das auch hier $300 Stop-Loss sein, ja, wenn der Markt mit der nächsten 5-Minuten-Kerze wieder hochgeht. Ja. Gut. So. Ja, und je tiefer der Nasdaq kommt hier in Richtung 14.886, desto länger wird die Lunte auf der Oberseite oder der Docht auf der Oberseite und desto schwächer wird das Ganze. So, jetzt kommt der Markt hier mit neuer erster Minute wieder hoch. Ja. Das wäre jetzt zumindest mein Indiz gewesen, dass der Markt jetzt hier wieder in der Range hier wieder hochgeht und hin und her dillert. Also jetzt aktuell für mich vom Marktzustand her Range-Gedattel zwischen diesen beiden Bereichen. Ich kann ja auch mal hier den X-Frame hier ausmachen. Dann sieht man es jetzt hier. Ja, und jetzt muss man hier sein Chance-Risiko finden. Und wenn ich den Long Trade hier mache, dann muss ich in dem Bereich hier klicken. Also ich muss hier unten hier in dem Bereich klicken, damit ich überhaupt profitabel sein kann bis zum Hoch, weil falls der Markt hier irgendwie in der Mitte abbricht, komme ich auch nur plus minus null raus. Wenn ich hier oben den Long klicke, also hier oben, ja, dann bin ich schon viel zu nah an dem möglichen Widerstandsbereich dran und dann kann es halt sein, wenn der Markt abbricht, dann muss ich auch einen großen Loss nehmen. Und wenn ich den Short handeln will, dann muss ich halt in dem Bereich hier klicken. Ja, und das im Webinar, ob mir das hier gelingt, I don't know. So, mal sehen, wie die 5-Minuten-Kerze. Wahrscheinlich werde ich jetzt mal bis zur vollen Stunde abwarten, bis 16 Uhr. Mal sehen, dass wir dann bis 16:30 machen. Das jetzt ist der MNQ Future. Ihr seht das hier oben links. Da steht MNQ U21. Den könnt ihr euch dann holen, wenn ihr die Futures bei FX Flat, also die US Futures CME halt abonniert habt. Dann habt ihr dann auch Zugriff dazu. Genau.
So, also wenn man es jetzt technisch runterhandelt, wäre hier einfach Limit zu setzen und darauf zu warten, dass die abgeholt werden auf beiden Seiten. Und wenn man das technisch runterhandelt möchte, ja, und sagt, okay, das bleibt jetzt so, dann was ich jetzt aber nicht mache, rein technisch runterhandeln, weil wie gesagt, wer jetzt denn den Zinsentscheid da haben aus Kanada, der kann halt volatil werden. Wie gesagt, und das muss man halt dann für sich überlegen. Also ich habe halt für mich, wie gesagt, meine persönliche Erkenntnis aus vielen, vielen Hunderten von Trades ist, dass es für mich nicht immer sinnvoll ist, was rein technisch runterzuhandeln. Ich habe mir über viele, viele Monate sowas dann immer mal notiert, rein technisch das Setup wäre aufgegangen. Aber manchmal sagt man auch, okay, technisch sollte ich das handeln, ich handle es dann doch nicht. Und dann gucke ich halt immer, wie es halt ausgegangen ist. Und mache da halt einen Punkt rein für mich, um zu sagen, gut, das wäre das Setup jetzt gewesen. Also es wäre jetzt rein technisch hier in der Range halt, hier einen Short Trade. Ich sage jetzt mal als Beispiel auf der 57 oder 58. Der wäre jetzt getriggert. Und wenn jetzt der Markt halt nach unten fällt, kann man sagen, gut, technischer Handel kriegt ein Plus 1, ne? Also ein Strich auf der Liste. Ja, wer einen Ausstopper kriegt, halt Handel im Kontext, ja, also oder nach Gefühl, Bauchgefühl, wie auch immer man das nennen mag, kriegt dann halt dort einen Strich, wenn es jetzt einfach nach oben durchgehen würde. Ja. Und so kommt man vielleicht dann auch dort auf einen Nenner. Ja. Es geht nie darum, auf 100% irgendwie was zu optimieren. Ich sage, es reicht, wenn man gut ist, dann ist man schon weit über Durchschnitt. Ja. So, also von unten die Kerze wieder hochgehandelt. Ja, für mich jetzt, wie gesagt, hier kein Engagement. Mal gucken, wie die neue 5-Minuten-Kerze losgeht. Technisch, es gibt natürlich auch technische Setups, die ich handle, zum Beispiel das Box-Setup oder auch, wie gesagt, alle anderen Setups, sage ich auch immer zu meinen Teilnehmern, ihr könnt alles rein technisch runterhandeln, aber manchmal überlegen ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Also wer jetzt hier Muse hat und das technisch runterhandeln möchte, wäre halt hier im Sinne der Range halt technisch short. Und müsste jetzt mit der neuen 5-Minuten-Kerze draufsetzen, dass sie halt runtergeht. Gut. So. Stunden-Close, ja. Bis jetzt hier unten rechts die Stunde, wie gesagt, hat noch 5 Minuten. Wir haben eine Stundenkerze dennoch mit einem steigenden Tief zur vorhergehenden Stunde, auch ein höheres Hoch zur vorhergehenden Stunde, mit Test-Allzeit-Hoch, wenn man so möchte. Und die Frage, die sich jetzt hier stellt für mich auf der Stunde, ja, ist, wir haben jetzt halt die steigenden Tiefs schon wieder hier ganz gut zu sehen. Hier sind wir zwar drunter gelaufen, ist ja auch alles vorbörslich, ne? Das ist dann sozusagen die erste Stunde hier oder die erste halbe Stunde, wenn man es möchte, im börslichen Handel davon, von der Stunde. Und auch hier haben wir bis jetzt zur letzten Stunde oder wenn jetzt in 5 Minuten die neue Stunde anfängt, erstmal auch das als lokales Tief. Und fast jede Kerze also ein höheres Tief und ein höheres Hoch und wie gesagt hier das Allzeithoch. Und natürlich kann es sein, dass der Markt halt mit der nächsten Stunde halt das hier weiter nach oben schrubbt, ja, und wir neue Allzeithochs sehen. Oder aber, dass halt man hier merkt, okay, in dem Bereich hier irgendwo geht es nicht wirklich weiter, den Bereich, den ich jetzt schon im 5-Minuten-Chart eingezeichnet habe. Und dann, wenn man dann mal einen Short halt sucht, dann würde ich hier auch schon gucken, dass man hier vielleicht dann in Richtung Stundentief oder dann auch die letzte Außenkerze dann anhandeln. Und von mir aus darf es dann auch wieder hochgehen. Das wäre mir dann schon fast egal, wo ich jetzt nicht davon ausgehe, dass ich hier darunter handeln werde. Also nicht mit einem Trade. Ja. Das schaffe ich hier im Nasdaq nicht. Ja. Gut. Also Stunde ist halt 100 pro im Trend. Oder sagen wir mal 70% im Trend, denn von der Voraussetzung bis dato wäre aktuell, es sei denn, Sie biegen es jetzt noch um in der letzten Minute, dass wir hier auch noch über dem Hoch der letzten Stunde schließen. Ja, das Hoch der letzten Stunde ist hier. So. Genau da, 73.
Wenn wir darüber jetzt per Stundenklaus schließen, dann hätten wir sogar alle Bedingungen erfüllt für mich in einem Stundenchart für einen Trend, nämlich ein höheres Hoch, ein höheres Tief und einen Schlusskurs außerhalb der Handelsspanne der letzten Stunde. Dann wäre es okay. Wenn es nicht gelingt, haben wir so einen Innenstart, nennt sich das Ganze. Also das heißt, wir schließen innerhalb der Handelsspanne der Stunde davor und damit kann natürlich dann auch mal so ein bisschen die Shortseite ja, in den Vordergrund halt rücken. So. Ja, im DAO wäre es so gesehen ein Verkaufssignal, wenn die Stunde da unter dem Allzeithoch hier schließt. Dann wäre es schon eher ein Verkaufssignal. Ziel wäre natürlich eher runter in dem Bereich 34.805 darunter zu kommen. Das wäre schon eine Idee. Oder 20. Ja, also vom Marktzustand ist es zwischen die Range wurde jetzt, also die wir jetzt, die ich zumindest eingezeichnet habe, aufgelöst, so ziemlich. Also kein schönes Chartbild. Ja, und wir hatten es, glaube ich, im letzten Webinar gehabt. Nasdaq Future Markt der Extreme, also entweder extrem range-lastig oder extrem trendig, so wie gestern. Ja, und jetzt ist ja aktuell nur Mischmasch. Ja, und damit kann ich auch nichts anfangen und dann bleibe ich halt hier auch an der Seitenlinie. Ja. Also da müsste ich jetzt schon irgendwie tief in die Trickkiste greifen, um jetzt hier irgendwie so einen 2- oder 5-Punkte-Trade hinzukriegen, was man auf fairerweise auch sagen muss, jetzt hier in eher dazu führt, dass man da gar nicht handeln sollte, aus dem einfachen Grund, die Kosten pro Kontrakt mit 1,80 € sind dann doch schon recht hoch. Das heißt, wenn ich jetzt 5 Punkte trade, da habe ich irgendwie 8 €, also von Dollar 10 Dollar sind irgendwie 8,70 € minus 1,80 an Kosten, macht natürlich jetzt nicht so viel Sinn auf der Kostenebene. Ne? So. Gut. Also zurück in die Range. Sieht ja ganz gut aus. Also das ist so ein Counterwedge, was wir jetzt hier haben, ist eigentlich, da muss man für sich persönlich darauf setzen, dass man hier viel mit Limits arbeitet und dann, dass die Limits halt gefüllt werden. Also das ist, denke ich mal, so das einzige Sinnvolle, was man jetzt hier handeln kann. Aber ansonsten, wie gesagt, für mich rein jetzt vom Candle-Verlauf und wenn ich jetzt nur aus dem Candle-Chart heraus handle, dann ein völlig grottenschlechtes Bild, was ich jetzt auch nicht handeln kann. Ja, also. Ja, und ihr habt ja gerade gesehen, das hat hier irgendwie 20 Sekunden gedauert, wo der Markt jetzt hier die 10 oder 17 Punkte runtergegangen ist und jetzt hier eine Minute wieder 17 oder 20 Punkte hoch. Da kann ich auch nichts machen. Ja. Also kann schon, aber da lehne ich mich jedes Mal halt absolut ins Risiko hinein und wenn es dann halt nicht aufgeht, dann bekomme ich arge Probleme halt. Ja. Und da ich heute noch nicht wirklich, also ich habe zwar im DAX heute schon gehandelt, aber wahrscheinlich mit 2 Verlusttrades hier wäre dann mein Tag im Minus. Das will ich nicht. So. Gut, also kurz das Hoch der 5-Minuten-Kerze abgekrabbelt. Ihr kennt das auch über dem Hoch einer 5-Minuten-Kerze Short, darunter Long. Wäre jetzt hier eine Möglichkeit. Also ich gucke mal, wenn die nächste Minute oder falls die Minute unten schließen sollte, so Richtung 14.963, dann wäre es okay. Für einen möglichen Short Trade vielleicht nochmal. Und wenn er jetzt hier doch sich über dem Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze stabilisiert, vielleicht für die mal, die das hier nicht so richtig deuten können, wenn man hier das so sich anguckt, sieht man hier auch ja dieses Geballer innerhalb nur der 5-Minuten-Kerzen hin und her. Ja, also wenn ich sowas sehe, dann trinke ich hier ganz in Ruhe mein Käffchen aus. Und wie gesagt, eine Möglichkeit wäre, dass man hier über dem Hoch dieser 5-Minuten-Kerze short geht.
auch wenn die nicht gut geschlossen hat, ja, und wir jetzt auch schon Richtung Ende der 5 Minuten dann gleich unterwegs sind. Aber wenn der Markt hier eintaucht, wäre das die einzige Chance, die ich jetzt hier sehe. Für einen Short Trade im Sinne des Widerstandsbereichs, einen Long Trade werde ich hier oben nicht eingehen, weil ich müsste jetzt darauf setzen, dass wir das Allzeithoch direkt rausnehmen ohne Rücksetzer. Und wenn der Markt dann nochmal zurückkommt, habe ich irgendwie 30 Punkte Rücksetzer zu. Klar, wenn über das Allzeithoch durchknallt hat, kann ich auch 40 Punkte holen. Ja, ist durchaus möglich, aber who knows. Ja. So, also relativ hohe Kontinuität jetzt hier auf der Oberseite. Die eine oder andere Aktie rennt so Richtung Tageshoch und die, die gefallen sind, berappeln sich jetzt ganz gut. Mal sehen, ob es reicht für ein neues Hoch. Wie gesagt, selbst wenn der Markt hier durchrennt, ich brauche ja ein Regelwerk, wo ich dann auch sagen kann, ich kann das handeln, kann ich aktuell nicht. Ja. Ich hätte jetzt hier, wie gesagt, unterhalb der 63 auf den Short fokussiert. Der kam nicht, die 2 Minuten ging es jetzt hier nach oben. Markt geht eher jetzt wieder in Richtung Trend mit neuer Stunde. Aber auch das ist für mich jetzt hier noch nicht ausgemachte Sache, ob der Markt das hier wirklich erreicht. Rein technisch gesehen wäre das hier, ja, wie gesagt, ich würde es jetzt nicht handeln. Da müsste jetzt die Minute hier unten schließen nochmal, dann wäre es okay, aber hier will man wahrscheinlich jetzt das Allzeithoch sehen. Beide Dip. Aber so ein Dip war es ja jetzt nicht wirklich. Ne? 1 Minute runter, jetzt 1, 2, 3, 4, also 5 Minuten hoch. So, eine Möglichkeit, falls wir hier auf einem Allzeithoch bleiben wollen und weiter steigen wollen, einzige Möglichkeit, wenn es so läuft wie auch gestern, ist es halt, hier muss man im Sinne, also innerhalb so einer 1-Minuten-Kerze versuchen reinzukommen. Damit kann man auch relativ enge Stops setzen. Aber so ein richtiges Setup habe ich jetzt dafür nicht. So, mal gucken jetzt hier. Die Order wurde weggehandelt, die am Hoch. Ja, das waren jetzt hier irgendwie ein paar 100 Kontrakte. 170. Mal sehen, was danach passiert. So, mal sehen. Wenn wir nach dieser starken 5-Minuten-Kerze, kann es natürlich genauso sein wie hier zur Eröffnung, dass die nächste 5-Minuten-Kerze wieder komplett runtergeht. Der Dow ist jetzt hier unter dem Tief der letzten Stunde, also der scheint hier so ein bisschen, aber auch, der ist ja auch dramatisch langsam hier, der Dow. Attraktion, ist das von der Vola? Was sind sie? Ja. Ja, trotzdem auch 40 Punkte hier hin und her, aber. Sehr langsam und sehr bedacht. So. Also, was ich sagen wollte, ist, wenn der Markt jetzt hier genauso wieder runterfällt wie um 16 Uhr oder 15:35 Uhr, aber auch das ist kein wirkliches Setup für mich. Das wäre jetzt eine rein, ja, dass sowas halt kommen kann, dass wir hier den gleichen Verkäufer nach dem Allzeithoch haben wie davor und dass hier vorne eine große Limit Order halt aggressiv durchgehandelt wurde und wenn der Markt jetzt den Bereich nicht nochmal zurückhandelt, dann wäre es okay. Aber ja, man merkt schon, ich müsste mir jetzt hier irgendwie einen aus dem Hut zaubern und das ist aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache hier. Wir achten mal hier auf die 89. Mal sehen, ob der Markt das hier zurückholt. Das war sozusagen das hohe Volumen, was da gehandelt wurde, die große Limit Order, die da durchgehandelt wurde. Und wenn der Markt das nicht zurückhandelt,
durchaus die Chance, dass wir hier eher in das Allzeithoch hinein nochmal anfangen dann zu verkaufen. Aber das kann, das wie gesagt, das wäre jetzt das Schwächste oder ja, ein möglicher Indiz. Man nennt das Volumen-Retest, dass da, wo das einmal gehandelt wurde, der Markt nochmal hinhandelt und dann von dort aus dann der Verkäufer, der das da oben begonnen hat, dann die zweite Welle halt startet und das wieder der Markt halt wieder runtergeht. Ich müsste jetzt mal genau gucken, aber ob es jetzt 89 oder 90 war, der Punkt macht es da jetzt auch nicht dicker. Aber man sieht jetzt hier, zumindest nachdem jetzt die passive Seite hier auch, die hier ziemlich reinstellt. So, jetzt haben wir das hier erreicht. Oh. Jetzt juckt es schon ein bisschen im Finger, den Short zu klicken. Mal gucken. Ritt, 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 ritt. Ja, mal sehen, wie die Minute schließt. Also, ob sie es gerechnet hätte, die 89 als Limit oder 88 zu klicken. Aber so nah, also so ein Volumen-Retest, also wenn der Markt von so einem Level aus weggeht und wieder hinkommt, handle ich schon auch mal gerne, aber ja, am Allzeithoch ist es halt doch auch immer wieder special, weil am Allzeithoch halt auch immer diese Squeeze-Gefahr besteht, dass es halt massiv durchgeht, ja. Wenn das halt irgendwo mitten im Nirvana halt stattfindet, dann finde ich sowas halt besser. Am Allzeithoch, ja, ist halt echt tricky. Am Allzeithoch überhaupt zu handeln, ist auch nicht so wirklich meins. So, ich denke mal, also bis jetzt hier sich das Bild aufhält, auf eine Struktur, die für mich jetzt brauchbar wäre, müsste ich wahrscheinlich jetzt noch eine halbe Stunde warten. Und man sieht halt, auch wenn man halt Scalp-Trader ist, braucht man ja trotzdem eine Idee. Also im kurzfristigen Trading, für mich hat sich jetzt hier ja von der Idee her nicht wirklich was ergeben. Und dann muss man da lange manchmal gucken. Wir haben auch, ja gut, hier wäre es sogar aufgegangen, also das Thema erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerzen, dass das halt für eine schnelle Richtung sorgt. Ja, ist hier so halb aufgegangen. Was will er denn hier oben am Allzeithoch? Also ich würde ja hier auf die schnelle Kerze nach unten schon irgendwie so ein bisschen rein vom Gefühl her. Wie gesagt, das Allzeithoch ist schon ein bisschen nervig da oben. So, ich hau mal den Fokus jetzt hier auf die 1-Minuten-Kerze. Bis jetzt kein Close der letzten 6 Minuten, eventuell gleich unter dieser Außenkerze mit dem Allzeithoch. Fällt der Markt hier drunter, gehe ich davon aus, dass wir hier auch wieder relativ gut zurückfallen können. Wir brauchen aber hier auch 1-Minuten-Close da drunter. Ansonsten darf der Markt hier gerne weiter hoch und neue Allzeithoch machen. Also in der Trendbewegung durchaus mal auf so eine Kerze zu achten, die halt per Minuten-Close selbst nicht unterschritten werden kann, zeigt schon auch durchaus das Interesse der Käufer oder halt trotzdem, dass halt die Verkäufer noch zu schwach sind, um den Markt darunter zu bringen. Immer mal wieder ganz interessant, auf sowas zu achten, solche Kerzen. In der Abwärtsbewegung heute hatten wir das im DAX heute mal auch ganz gut gehabt, dass der Markt dann in solchen Phasen konsolidiert und dann weitergeht. Es war heute im DAX eher die Abwärtsbewegung gewesen. Oh. So, jetzt mal sehen, was hier die neue Minute bringt. Also hier wird schon sehr gut reinverkauft. Müsste mal hier das Ding mal anmachen. Ja, können wir vielleicht das Level nochmal sehen. Das sieht man hier nicht.
Ja, ist zu wenig. Also optisch sieht man es hier vielleicht noch ein bisschen besser. Jetzt hat die Kerze genau draufgeschlossen, halt irgendwie nicht so richtig, wie sie sollte. Das Tief der letzten 5 Minuten Kerze rausgenommen. Ja, jetzt kommt so ein bisschen der Drive hier auf der Unterseite rein. Also wichtig ist halt immer so eine Außenkerze zu brechen. Dann durchaus die Chance gut. Ja, und das zieht sich jetzt. Also wichtig wäre jetzt bei dem ansteigenden Cross und genau auf der umgedrehten Seite, dass man die lange 1-Minuten-Kerze, die jetzt hier da ist, dass wir die jetzt nicht zurückverkaufen. Also zurückkaufen. Ne? Wenn jetzt 12 Punkte, das sind 25 Euro an Risiko. Mal gucken, wie nah wir hier hochkommen nochmal. Die 15.000 ist natürlich verlockend auch, ne? Ja, klar, na, also. Das auf alle Fälle, ich habe das. Kann man ja drauf gehen. Aber so eine Tage haben wir ja auch immer mal, dass der Markt halt sich ewig nicht auskäst. Und was halt für mich auch wichtig ist, jetzt das Pulver hier in einem Unser oder vielleicht in einem Markt, den man so, also ich kann jetzt nicht gut greifen, dass man jetzt hier nicht irgendwie sich verausgabt in diesem Markt. Und schlussendlich macht der Markt halt am Ende irgendwie, setzt der halt alles irgendwie so ein bisschen ansatzweise halt um, was man gerade denkt und vielleicht doch nicht wirklich. Oder führt einen halt selber an der Nase rum, weil er halt immer wieder, sobald man Short denkt, steigt es jetzt wieder, ja, denkt man an steigende Kurse, fällt. Und wenn ich das schon auch merke, dann für mich durchaus schon wichtig, dass ich dann halt mich dort nicht verausgabe, um dann, genau dann, wenn doch die gute Struktur, also die Struktur halt kommt oder auch der Markt das auch so ausspielt, wie man das möchte, dass man dann dort halt, ja, am Ende dann dort Attacke machen kann. Ja. Und ich lese es halt auch immer wieder oder höre das auch, dass die Leute jetzt dann ab 15:30 loshandeln wie die Sau und sind dann um 16:30 dann platt, vielleicht auch am Maximum Verlust und dann kommt erst nach 16:30 oder 17 Uhr dann die schöne Bewegung, wo dann jeder sagt, Mensch, die hätte ich mal nur auf die wieder gewartet, dann hätte ich ganz sauber handeln können und der Markt hat das total sauber nach meinem Regelwerk, Setup, alles auch umgesetzt. Und ja, aber da man da vorher halt die ganze Energie verbraucht hat, fehlt dann die Konzentration, der Mut auch, da einzusteigen, weil man vielleicht gerade ja ein paar Fehltrades in Folge gemacht hat und so weiter und so fort. Und ja, für mich jetzt, wie gesagt, also hier ist bei dem Markt ist die Kaffeetasse näher als das Klicken auf der Maus. Ja, ist wirklich so. Also vielleicht auch noch mal ein Hinweis an der Stelle: Redet ruhig mit euch selber laut, dann merkt man manchmal auch, so wie ich jetzt, ja, ich denke hier kurz Short, gut, der hat das gebrochen, dann nächste Minute wieder hoch und dann merkt man selber, wenn man laut redet, dass vieles gar nicht von den Gedanken, die man laut ausspricht, auch wirklich gut umgesetzt wird. Ja. Gedanklich, klar, versetzt uns nämlich der Körper oder das Gehirn immer in die Lage, als hätten wir alles perfekt getradet, was ja aber nicht der Fall ist. Deswegen meine Empfehlung, durchaus laut mit sich zu reden. Also ich schnatter auch alleine manchmal, also nicht immer, aber durchaus, wenn jetzt so eine Situation sind, frage ich dann auch Heiko nach, was sagt denn der Markt dir hier? Ja, und was hast du denn da? Und jetzt geh doch mal da an die Sache ran und beurteile das. Und wenn ich jetzt für mich jetzt hier schon laut angefangen hätte zu reden, dann wäre ich jetzt hier schon dabei und gesagt, okay, keine Idee wird so umgesetzt, wie ich das gerne hätte. Hier und da gibt es vielleicht, hätte es maximal zwischen 10 oder vielleicht mal 5 Punkte gegeben. Ja, aber so richtig ist es nichts, ne? Ja, jetzt wird das hier mit dem Außenstabgeballer noch viel schlimmer. Auf 1-Minuten-Basis im 5-Minuten-Chart ist es ja die lange Außenkerze. Also im 5-Minuten-Chart ist ja die letzte Außenkerze, ja, oder der Außenstab, wenn man so möchte, ist ja die Kerze hier. Ja, und da kann natürlich der Markt auch viel drin rumschwanken. Schön wäre es gewesen halt im Sinne, falls hier eine Bewegung am Allzeithoch entsteht, dass dieser Bereich hier hält und weiter hochgeht, wurde gebrochen, aber auch nur zur Hälfte so halbwegs ordentlich und gut.
ist wieder nach oben und vielleicht ergibt sich ja hier in diesen 2 Minuten jetzt die neue Konsolidierungszone mit der Option dann auch nach oben vielleicht zu gehen oder vielleicht fällt es dann doch wieder runter. Also wie gesagt, ihr merkt schon, ich kann das Bild nicht wirklich greifen. Ich wollte jetzt hier gerade nochmal auf ein Bild eingehen von heute früh. Ich weiß gar nicht, ob ich es auch in der Facebook-Gruppe hier online gestellt hatte. Aber das ist das, worauf ich dann halt, was ich gerade versucht habe in dem Long Trade. Wir haben heute hier im DAX dieses das Gap Close gesehen vom das Gap Close gesehen vom Xetra DAX auch hier oben auf der 90 und dann erste schwarze 5-Minuten-Kerze, Konsolidierung innerhalb der Kerze nach unten gelaufen, dann hier die nächste. Ich habe jetzt nicht alle Außenkerzen markiert, aber hier diese Konsolidierung in der Außenkerze wurde dann wieder nach unten aufgelöst. Und als dann die letzte Außenkerze hier gebrochen wurde, gab es dann wieder Back in Range. Ja. So, und genauso habe ich das jetzt genau umgedreht für den Nasdaq gemacht. Aber ihr seht ja, der Nasdaq eiert da oben einfach ja, nur rum. Und von daher, ja, sieht so wirklich so aus, als wenn es dieses Webinar kein Trade geben würde. Aber weiß nicht, habe ich nicht letztens auch erst 16:30 Uhr den ersten Trade gemacht und dann ging es noch ein paar Minuten länger. Wie spät haben wir es denn? Gibt es denn Fragen noch von eurer Seite zum Trading, sei es jetzt vor allem vielleicht auch mit dem Future? Habt ihr da irgendwie Fragen? Dann her damit, dann kann man die Zeit auch nochmal so nutzen. Ne? Ja, wie im echten Leben, ja. Kein Trade ist auch eine Position, ja. Was mir auch einfällt, ist vielleicht auch das nochmal zum Thema. Nee, naja, ich hatte ja gerade vergessen. Ach. Ja, also, was soll ich machen? Hier, das EMA-Setup könnte langsam greifen, aber in so einem Kontext ist das EMA-Setup halt auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wir haben keinen wirklichen Trend, ja, wir haben zwar ein neues Hoch, aber einen ganz schwachen Trend. EMA-Setup, wer es handeln wollen würde, wäre von hier aus hier in diesem Bereich hier die Long Trade zu suchen. So, und dass der Markt sich dann hier so ein bisschen hier nach oben wackelt, ne? So. Und dann hier vielleicht der Push, aber der Stop hier unten, ja, ist mir auch hier viel zu groß oder würde ich nicht machen. Ja, vielleicht auch, das seht ihr ja. Ja, also technisch erfüllt. Aber ja gut, jetzt noch nicht wirklich erfüllt. Ja, hätte über das Hoch der Minute hier drüber schließen müssen. Aber gut. Ja, krasse Werte, wenn ich da auch reinblicke, macht jeder so seins. Facebook, neues Tagestief. Google hier. Über dem Hoch hier drüber, ja, über dem Hoch drüber und konsolidiert auf extrem hohem Niveau. Microsoft, Tageshoch, hier Apple, Eierreihe seitwärts, aber hier auch mit dem fetten Upgap eröffnet. Tesla, ja, einmal hoch, wieder ein bisschen runter. Wo ist eigentlich hier Amazon? Da. Amazon. Ein bisschen schwächer. Also, ja, von daher wäre eigentlich eher so ein bisschen Range Trading zu bevorzugen, muss man sagen. Aber wenn ich mir das Geier hier angucke, ups, oh, was habe ich jetzt gemacht? Boah, sieht das krass aus. Was sind wir denn hier? So, na, komm her. Wäre Range Trading so ein bisschen zu bevorzugen, aber selbst das hier ist ja jetzt für mich keine handelbare Range. Ne? Also selbst im 1-Minuten-Chart, da sah das heute im DAX dann rangemäßig denn schon besser aus. Ich habe jetzt hier zwar nur den F-DAX, aber da sah das hier von, also natürlich auch extrem langsam und schon auch hässlich, ja. Aber zumindest läuft der Markt hier in dieser Range dann, das ist jetzt ein Minutenchart, ja, und da läuft der Markt hier halt 1, 2, 3, 4, 5 Minuten hoch und wieder ein paar runter, dann klar ein bisschen hin und her und hier unten auch ewig lang seitwärts, bevor es sich da mal bewegt. Also in meinen Handeln wollen würde ich das nicht, aber nicht zwingend. Ja, ich habe hier mich ja hier oben, hatte ich mich ja verausgabt mit den Shorts, aber da sieht man auch einmal, zweimal, dreimal, viermal
fünfmal oder halt nicht, also entweder nur fünfmal, wenn man es halt immer handelt, ja, und dann kam der Ausbruch. Ja, aber der natürlich jetzt auch alles mehr recht als schlecht, das Ganze. Naja, ich glaube, das wäre für mich, wie gesagt, ist ein bei der Volatilität zum Einpacken, weil hier auf ja, zwei, drei Punkte am Ende zu traden oder fünf macht jetzt im Mikro keinen Sinn. Da muss ich ja mit vielen handeln und das Risiko auch bei 5 Punkten mal einen 10-Punkte-Ausdauer zu kriegen, ist einfach für mich zu hoch. Ja. So, das scheint hier noch irgendwie ein Level zu sein. Ja, dann ist es so. Ja. Die staunen das jetzt alles schön auf. 16:30 gibt es dann den Ballermann in die eine oder andere Richtung. So, wir sehen jetzt hier auch, ich habe jetzt hier mal kurz eingestellt, so ein paar Limits, die hier drin sind. Also hier nochmal vielleicht das ist eine andere Sichtweise. Das ist einfach hier immer der Nasdaq, wie er läuft, halt im 3-Sekunden-Chart sind das hier. Und hier unten, das sind so ein paar Limits, die ich einfach, also ab einer gewissen Größe, ich denke mal so ab 20 Kontrakte dürften hier so angezeigt werden. Ja, und da stehen die Marktteilnehmer drinne und warten einfach nur, dass halt irgendjemand das halt abnimmt, ne? So, und das war hier der Volumen-Retest, von dem ich euch vorhin erzählt hatte. Das war die große Limit-Buy-Order, die hier gefüllt wurde. Da. Und das kann halt eine Entry sein. Wäre jetzt hier auch so ein bisschen Entry geworden. Aber auch, ihr seht ja hier die Schwankung innerhalb dieser Kerzen, also innerhalb den 3 Sekunden. Ja, ich meine, das ist ja hier auch jetzt nicht gerade wenig. Aber wir reden hier von 3 Sekunden. Ja, von 80 bis 84, also zwischen 3 bis 4 Punkte, Vola innerhalb von 3, 4 Sekunden. Ja. So, jetzt mal hier der Versuch, diese Range hier zu brechen. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob er zurückkommt oder wirklich die Range hier gebrochen wird. Neue 5-Minuten-Kerze. Hier ist so mal ein bisschen Attacke drin. Kommt ja so ein bisschen, sieht das hier aus der Kugel hier auch heraus. So, jetzt kommt oh, die ersten Werte schon wieder in möglichen Unterstützungsniveaus an und dann oh, kann das erstmal wieder hier rumeiern. Im Übrigen, das ist zwar jetzt, hat jetzt mit dem Dings nichts zu tun, mit dem Stereo Trader, aber der Daten, also die Software, die ich hier nutze, ist Jigsaw und die ist mit dem Datenfeed von FX Flat verbunden. Ne? Also das geht auch. Das Doofe ist nur, das habe ich erst im Nachhinein erfahren, man kann nicht daraus handeln. Ne? Das ist mitteldoof. Habe ich nämlich gedacht. Aber ich habe das eigentlich für was anderes mir erworben, also zu Coaching-Zwecken. Weil man damit Replays machen kann, richtig gute, die Tick by Tick laufen halt, um mit Tradern zu üben und Situationen nochmal abzuspielen. Aber man kann es halt, das habe ich jetzt hier mal versucht, auch verknüpfen mit, also mit den, ja, das ist wie gesagt, ist das von FX Flat, die Daten, die hier gerade reinlaufen. Ja, naja, also für mich jetzt auch wieder für einen Short Trade zu spät das Ganze. Klar wäre jetzt, wenn der Markt hier drunter fällt, unter die 57 durchaus die Option gegeben, dass wir dann auch bis zur 45 runterlaufen, aber auch der Stop ist wieder für mich zu weit weg. Ich müsste mich jetzt hier irgendwie nach oben hin rein skalieren in den Short, also dass ich irgendwo
ich hier irgendwelche Short Trades eröffne, so dass ich dann geringeres Risiko habe, wenn der Markt aber von hier unten aus dann doch wieder zu stark hochzieht, dann. Und der Meinung ist, nachdem er jetzt so 5, 10, 15, 20, 25 Minuten gefallen ist, muss er jetzt erstmal wieder 10 Minuten ansteigen, dann wäre ich einfach wieder zu tief short. Und von daher bin ich jetzt auch in so einer Zwickmühle, wo ich dann sage, ich kann es weiterhin das Bild schlecht greifen. Und von daher ist das wäre alles, was ich jetzt handle, irgendwie aus dem Finger rausgesaugt, weil ich irgendwann mal irgendwie eine Situation hatte, die da profitabel aufgegangen ist. Aber ob die ja jetzt dann heute auch rausgeht, das ist halt dann so eine Frage. Prinzipiell wäre das Augenmerk jetzt aktuell wieder auf dieser lange 1-Minuten-Kerze. Ja, und solange die halt nicht gekauft wird, ist der Short so leicht im Vorteil. Aber es kann sich halt auch ganz schnell ändern. Ja. So. Ja, Stop-Loss, Frage ist, Stop-Loss nach 1-Minuten-Chart geht halt auch, ja. Also wenn man halt sagt, okay, ist kein Problem, wenn ich in 10 Sekunden oder 20 Sekunden noch rausfliege, je nachdem, wann man halt auch während der Minute eingestiegen ist, dann ist es ganz gut. Jetzt hier unten ist eigentlich ganz cool, wenn jetzt hier die Limits hier weggehandelt werden, dann merkt man, okay, wir haben wirklich eher so ein bisschen den Druck im Sinne von, dass das Allzeithoch vielleicht jetzt doch verkauft wird und jetzt die Suppe rauskommt, wie man so schön sagt. Ja, und ja, wie gesagt, der ein oder andere Wert fängt jetzt an, auch ein bisschen stärker zu fallen wie Facebook und so. Und das wäre jetzt hier durchaus das Thema. Ja. Mal sehen. Also nach unten hin, wie gesagt, wenn das mit der Außenkerze hier auch im 1-Minuten-Chart funktioniert, dann sollten diese jetzt immer gehalten werden und dann so ein bisschen der Move auf der Unterseite. Ziel wäre Test der Struktur, also auch des Trendes. Ja, das heißt, wir haben jetzt Folgendes hier gesehen. Wir haben hier die Aufwärtsbewegung, ja, so im Trend nochmal tief getestet, das lokale Hoch, neues Allzeithoch gerade gemacht und jetzt kommt es nach unten. Und hier unten besteht halt die Möglichkeit, dass die Struktur gebrochen wird und eventuell wir das genauso abverkaufen wie gestern Abend. Dass wir jetzt von hier oben aus, hier unten, ich bin jetzt unten rechts im Stundenchart, ja, dass wir hier keinen hohen Close hinbekommen und schlussendlich jetzt dann unter dem Stundentief dann auch anfangen, ein bisschen mehr Dynamik zu bekommen und per Stunde dann auch das Doppelhoch spielen und hier die Longs dann rauskommen. Das wäre jetzt halt die Idee. Umgedreht werden kann das Ganze zum Beispiel mit Paul, der um 18 Uhr redet, oder das Beigebuch um 20 Uhr. Das kann natürlich die Richtung beschleunigen zur Downside, genauso aber auch wieder die Upside ja, befürworten. Und wichtig, also worauf ich sehr stark achten würde, was ich heute nicht mache, ich werde jetzt gleich auch den Rechner verlassen, aber was oder wie macht der Markt was, wenn wir hier das hier brechen? Das wird für mich extrem interessant werden, weil das kann hier nochmal eine grandiose Falle werden, um von dem Tief aus nochmal ins Hoch zu kommen. Und wenn diese Falle hier nicht zuschnappt mit der Upside, dann wäre für mich hier weiter Short und dann würde ich auch auf das Ende dieser Aufwärtsstruktur für heute, also das Ende dieses Aufwärtstrendes halt setzen. Und dass wir, wenn man so möchte, den vorbörslichen Handel, also den Anstieg, den wir heute hier seit heute Nacht bis zur US-Öffnung gemacht haben, dass wir den dann sozusagen zurückabwickeln und damit fallende Kurse sehen nach dem Allzeithoch. Das wäre jetzt für mich durchaus interessant. Aber klar, für dieses auch Abwärtsszenario muss natürlich der Markt auch hier diesen Bereich auch erstmal erfolgreich nach unten verlassen. Ja. So, und wer halt mutig ist und wer sich halt traut, im Sinne dieser langen Außenkerze Kerzen im 5-Minuten-Chart oder im 1-Minuten-Chart zu handeln, der kann sich ja reinskalieren mit engem Stop darüber und wird dann hier vielleicht ganz gut gefüllt. Also man hat das jetzt hier gerade gesehen. Ich mache mal nochmal hier den dahinterliegenden Chart aus. Also das ist jetzt die letzte Außenkerze. Ja, und wie gesagt, das, was ich euch gerade auch im Dings gezeigt habe, im DAX, ja, dass man hier versucht, also bei solchen Außenkerzen versuche ich immer nur im oberen Drittel Short zu gehen, also das heißt irgendwo hier drüber, dann wäre man hier durchaus, wenn man dieser Systematik folgen würde, hier oben in dem oberen Drittel Short, hat halt denn die Möglichkeit, wenn es bis zum Tief nochmal läuft, der Außenkerze, dass man dann zumindest hier so ein bisschen Profit halt hat.
Ja, jetzt brauchen wir halt einen Schlusskurs hier unterhalb dieser Kerze. Ich nehme mal den hier mit runter und dann könnte sich diese Systematik halt hier weiter fortsetzen, bis sie dann halt dann nicht mehr, bis dann halt diese Außenkerze auch gebrochen wird. Ja. Aber man sieht jetzt hier schon wieder auch immer wieder Gegenwehr, ja, und da muss man halt aufpassen. Und das sind ja hier auch immer, ja, 7 oder 8 Punkte. 8 Punkte sind ein Punkt im Micro-Future sind $2. Ja, und 8 Punkte sind halt $16 plus minus. Und ihr seht ja, dass das halt im Sekundenchart hier abgewickelt wird. Also wer halt sagt, okay, ich habe ein größeres Depot und kann halt irgendwie zwischen 1 bis 20 Kontrakte traden, der kann hier auch so ein, viele Limite auch legen und gucken, dass er halt immer mal bedient wird und wieder rauskommt. Also ich habe einen Trader, der handelt sehr aktiv, diese Micro-Future, weil er da einfach extrem gut skalieren kann. Der hat früher zwischen 1 bis 3 Nasdaq-Futures gehandelt, ja, und kann jetzt bis zu 30 Mikros handeln. Und da ist es halt so, und das hat seine Performance, also sein Depotverlauf geklettet, dass er halt innerhalb dieser Mikroschwankungen halt reingeht und wieder rausgeht. Aber wie gesagt, da muss man fairerweise sagen, da müsste die Kostenstruktur ein bisschen besser noch sein, weil, wie gesagt, da sind die Kosten, ne, denn die würden dann vielleicht jetzt hier auch 50, 40, 50% vielleicht vom Gewinn ausmachen und das sollte ja nicht der Fall sein. Ne? Also, naja. Gut, also wie gesagt, das ist jetzt die einzige Möglichkeit, um hier vielleicht in Richtung der Range-Unterkante mitzukommen. Im Sinne des Trends wären wir jetzt schon wieder unten und hätten möglicherweise sogar das untere Ziel erreicht, was dann zur Folge hätte, dass irgendwann hier diese schwarze Außenkerze dann auch neutralisiert wird und dann geht der Markt halt wieder nach oben. Also ja, ist schon echt selten, dass ich hier keinen Trade fände. Vielleicht für mich privat hätte ich sicherlich hier und da nochmal durchaus den einen oder anderen Klick gefunden, aber ganz ehrlich, wüsste ich nicht, ob ich jetzt am Ende um 16:30 Uhr da mit einem Gewinn oder mit einem Verlust dagestanden wäre. Also kann ich nicht mal sagen. Manchmal hat man dann so eine Idee, dann klickt man den Trade und merkt, okay, war eine scheiß Idee, irgendwie 20 Euro Verlust. Vielleicht der nächste Trade 10 Euro Gewinn oder nochmal 5 und nochmal 10 und dann merkt man, okay, hättest du auch so wie jetzt hier gerade nicht handeln müssen. Ja. Gut. Also man sieht schon, dass der Markt hier bis jetzt diese Außenkerze hier respektiert. Und ja, wichtig wäre jetzt ja hier nochmal ein bisschen Druck. So, Facebook hier so ein bisschen nochmal auf die Einzelaktien geguckt. Ist jetzt somit relativ schwach hier das Ganze. Und wenn da halt noch die ein oder andere Aktie eine Unterstützung brechen sollte, dann hätten wir hier wirklich eher das Potenzial sogar auf der Unterseite. Aber das wird halt schon auch schwierig werden. Wie gesagt, die Apple-Aktie ist nun mal auch das Schwergewicht, glaube ich, mit 10% hier im Nasdaq. Und wenn die auch nicht mit runterkommt, klar, die anderen können fallen. Aber wenn die dann auch anfängt zu steigen, dann wird es halt echt extrem schwer und ekelhaft. Ja, dann bleibt das halt weiter so. Cool wäre natürlich, wenn jetzt einige Aktien fallen, also im Sinne des Shorts, die Apple-Aktie vielleicht hier oben scheitert und an der 148 in der Range halt und dann fällt die auch noch nach unten und dann hätten wir eine gute Chance, dass im Nasdaq dann so ein bisschen der Rutsch nach unten kommen könnte. Ohne es jetzt zu wissen. So. Beginn neuer 5-Minuten-Kerze wahrscheinlich, oder? Nee, zweite Minute. Gut, hier kommt jetzt der Drive. So, das wird dann die neue Außenkerze eventuell werden, je nachdem, wie gleich der Close kommt und mal gucken, ob es hier drunter so ein bisschen den Push it, Baby gibt. Ja. Also von daher nur eine Systematik erklärt, auf die ich so ein bisschen gucke. Es ist jetzt nicht wirklich ein Trade Setup, aber um vielleicht ein Gefühl für den Markt zu bekommen. Und ja, jetzt haben wir hier unten die Range bis jetzt sehr genau angetriggert. Mal sehen, wie die Minute hier schließt. Wenn die Range gehalten wird und damit auch der Trend und das tiefe Pullback, ja, dann wäre es halt auch immer noch weiter so, dass wir, und wenn auch die Kerze jetzt da drüber schließt, mehr schließt sie nicht. Aber es ist natürlich jetzt keine schöne Außenkerze. Ja. Mal ganz kurz hier. Gut. Also hier unten im Sinne der Unterstützung wäre eher Short schließen, Long eröffnen. Muss man halt gucken, ob man
drauf setzt, dass der Markt halt hier in dieser Range halt hält. Ja. Das ist auf alle Fälle nicht mein Markt. So. Gut, jetzt haben wir es 16:37 Uhr schon. Wie gesagt, für mich jetzt kein schöner Markt heute gewesen. 5-Minuten-Chart können wir uns ja auch noch mal ganz kurz zum Ende angucken. Only. Und dann sieht man, ja, weiß nicht, ein rumgedochte und gelunte und alles irgendwie hier so ein bisschen auf der Stelle. Ja. Vielleicht hat ja der ein oder andere für euch, von euch da eine bessere Trading-Idee gehabt und einen besseren Trade gehabt oder auch einen Gewinntrade gehabt. Wichtig ist halt am Ende, dass man halt nicht dort in die Falle halt reinrennt und seiner Systematik halt folgt. Und wie gesagt, für mich jetzt der Markt nicht ganz gut zu greifen. Bis jetzt wird die Range gehalten und dann muss man halt mal gucken, wie weit es wieder nach oben geht und dann wieder die Überlegung halt, auch spätestens wenn diese 1 Minuten Außenkante wieder neutralisiert wurde, so wie wir das jetzt hier sehen, ja, kommt da wieder das Range Play in Frage und dann heißt es halt wieder entweder bis zum Allzeithoch hoch oder halt höher. Ja. So, hier können wir nochmal hier reingucken, ob man hier vielleicht noch irgendwas sieht. Ja, nicht wirklich. Ja, ist halt so. So. Gut, ja, das war's von meiner Seite heute einen Tag ohne Trading, ohne ein Trade, aber das ist auch vielleicht durchaus, wie es vorhin jemand schon gesagt hatte, kein Trade ist auch eine Positionierung und vor allem, wenn man vielleicht dann für sich dann auch erkennt, dass alles irgendwie so ein bisschen ausgespielt wurde, vielleicht nicht ganz so gut ausgespielt wurde, dass man vielleicht auch mehr Ärger mit dem Trading gehabt hätte als Erfolg und ja, dann ist das alles okay. Also ich bin heute nicht traurig, kein Trade gemacht zu haben. Ja. Ja. Genau. Ja, wenn man nicht, ja, vielleicht, wenn man für sich dann nochmal, also ohne jetzt erklären zu müssen, tradet, dann ist das auch immer nochmal was anderes. Wie gesagt, vielleicht, ich handle sowas auch ab und zu im 10-Sekunden-Chart, da müsste ich mal reingucken. Vielleicht hätte ich da ein paar Setups gefunden, aber jetzt hier aus dem 1-Minuten-Chart war es für mich schon echt schwierig heute. Oder ich habe einfach nichts gefunden oder vielleicht habe ich mich auch selber kleingeredet. War, wie auch immer. Gut, jedenfalls habe ich keinen Trade gemacht und wie gesagt, bis jetzt bin ich auch nicht so eine astreine Situation, die ich jetzt für mich hier hätte handeln können, sehe ich jetzt auch nicht wirklich. Ne? Vielen Dank fürs Webinar. Gehen wir Kaffee trinken, genau, ist vielleicht auch mal was. Die Erkenntnis, keine Idee, Setup zu haben, ist manchmal die bessere, verlustsparende Idee. Danke für ein tolles Webinar. Nun das Segel und das Boot, aber ja, genau. Ach so, das Segel, das Boot. Ach hier, ah ja, genau. Vielen Dank für den Hinweis. Hat es ja so gesagt, schnell nach oben ist jetzt natürlich nicht so gut, jetzt verstehe ich es gerade. So, dann langsam nach unten ein bisschen Beschleunigung. Und dann haben wir hier und meine Segelbootformation. So, ja, so. Genau. Aber es ist halt kein schönes Segelboot. Sieht eigentlich sonst viel, viel besser aus, ja, wenn das so kommt. Ja, ein bisschen zu klein. Vielleicht bauen wir ja noch einen zweiten Mast. So. Was hältst du von Rumeierei? Was hältst du? Nee, wie hältst du die Rumeierei durch? Pff, ja, mich macht das halt nicht an, wenn der Markt halt rumeiert. Ja, ich sehe es mal so. Ich vergleiche das immer wie so bei so einem Fußballspiel. Ja, wenn irgendwie wenn das Fußballspiel sich 30 Minuten um den Mittelkreis nur hin und her verlagert und keine Seite dominant halt ist. Na ja, und dann ja. Dann schaltet man halt ab, das Spiel, weil es nicht spannend ist. Und so mache ich es halt auch, ja. Und um mich halt diesem Nerv nicht auszusetzen, ja, drücke ich hier auf Zeile legen, ja, und dann bin ich halt nicht dabei. Und ich ärgere mich dann auch nicht, wenn ich einen Trend verpasst habe, sondern ich fange dann halt neu an. Also
gibt ja halt zwei Startzeiten, entweder früh um 9 mit dem DAX bis 11 Uhr und dann gucke ich vielleicht nochmal, wenn News kommen, 14:30 würde ich dann nochmal reingucken oder dann halt der Ami-Start. Ne? Wenn der Ami-Start halt so ausschaut und ich bis 17 Uhr dann davor gesessen habe und mir einen abgebrochen habe, dann mache ich halt auch nichts. Ne? Klar, jetzt kann man natürlich auch sagen, hier unten schön der Range Trade, ja, Range Pipe Range. Hättest du mal ein Limit reingelegt, ja, aber dafür sah es mir davor halt einfach zu beschissen aus. Ne? So, jetzt sieht man, läuft die Range, aber gut. So ist es dann halt. Ja. Genau, wichtig, wenn ihr für euch was rausnehmen könnt aus dem Webinar und wenn ihr auch mal seht, dass auch ich manchmal, trotz auch wenn ich Skype-Trader bin, manchmal lange nicht handle. Es gibt dafür rum, es gibt aber auch Phasen und auch Tage, wenn ich irgendwie den Markt so fühlen kann und ich genau auf sowas Hässliches setze, kann es auch manchmal sein, dass ich an solchen Tagen auch wirklich richtig viele Trades da drin abschruppe. Das gibt es halt auch, aber ist eher für mich auch die Ausnahme. So, jetzt haben wir es aber. Ja. Jo. Gut, der Nelson hat wie immer das letzte Wort. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im August wiedersehen, und zwar nämlich am 11.8. habe ich mir hier markiert im Kalender. Das ist auch das letzte Webinar vor meinem Urlaub. Aber das Gute ist, der Nelson hat das mit mir so geplant, dass es auch im September nämlich auch ein Webinar gibt. Und auch im Ach, für Oktober, November, Dezember haben wir noch gar nichts geplant. Ja, aber wird natürlich auch dennoch geplant werden. Das höre Ja, ich dann wünsche gerne. ich euch genau auch erstmal eine erholsame Zeit. Wie gesagt, lasst euch von dem Auf und Ab der Märkte nicht ärgern. Manchmal ist weniger auch mehr, wie ich immer so schön sage. Ja, und wenn der Markt halt nicht passt, was man nicht greifen kann, dann nicht versuchen zu handeln, sondern dann lieber ja, was anderes machen und erst dann die Energie wieder aufbringen fürs Trading und die Konzentration auch vor allem, wenn es halt wieder etwas sauber läuft. Ja, und das ist vielleicht mein Ratschlag an der Stelle für heute und das kombiniert mit dem Kontext zu überlegen, ob man seine Setups rein technisch nur runter abwickelt. Ja, wie oft hat man dort Fehltrades und hätte man eventuell diese Fehltrades unter Hinzunahme von weiteren Faktoren vielleicht vermeiden können. Es geht nicht darum, dass man versucht, jeden Fehler zu vermeiden. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber dass man einfach vielleicht die Wahrscheinlichkeit ein paar Prozentpunkte auf die richtige Seite zieht und es ist schon sehr viel wert, wenn ihr allein nur einen Verlusttrade dadurch spart, den Verlustpunkte sind automatisch mehr Gewinnpunkte. So, das war das Wort zum Mittwoch. So, jetzt aber Nelson, für dich die letzten Worte. Ich darf mich bedanken bei allen Zuhörern, die so lange dabei geblieben sind und wünsche euch eine schöne Zeit und wir lesen uns ja sowieso, sei es bei Facebook oder wo auch immer. Bis dahin, ciao, ciao, euer Heiko. Super, vielen, vielen Dank, Heiko. Ich schließe mich den Feedbacks an. Super Webinar heute. Und ja, freue mich schon auch auf August und September und natürlich auch bis Ende des Jahres. Da müssen wir noch miteinander sprechen. Aber schön, dass da entsprechend die Möglichkeit besteht. Also auch ein riesen Dankeschön an alle Teilnehmer fürs Dabeisein, fürs aktive Mitmachen. Wünsche natürlich auch einen erfolgreichen Handelstag und eine erfolgreiche Woche. Und am allerwichtigsten, bleiben Sie gesund. Würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.